Liebe Leute, weiter geht's hier mit. Nein, es ist nicht Two Point Hospital, es ist Galacticare. Ich bin immer noch eure Community-Moderatorin, aka CEO von Galacticare, Rin Kurano. Und wir spielen hier weiter bei BBs Junger Herde, zu Gast bei BB, dem Großmeister der Strategie, der Aufbauspiele, der. Ach, mein Held aus Kindertagen, zweite Klasse Grundschule, da habe ich ihn schon verehrt. Und jetzt können wir hier zusammen weiterzocken. Ja, Eisbär, es wird später noch Sitzgelegenheiten geben. Es wird gefragt, aber bevor wir das machen, wir werden die Klinik eröffnen, weil die Sitzgelegenheiten kommen gleich. Ja, wir sind bereit. Wir eröffnen jetzt ohne viel Schnickschnack einfach mal unsere Klinik. And away we go. Time to treat some of these poor fellows. Patients are arriving now, Director. They shall scuttle about our hospital and deposit their various detritus within its once sterile halls. Und da kommt schon unsere erste Patientin, die Daphne Tovey. Aber erstmal ruft uns noch unsere Kollegin hier an. The Ode are a curious bunch. Although they're all clones, they revere old age, competing with each other to see who can live in any one body the longest. Once they retired from their dreams of galactic empire, they developed an odd fascination with humanity. It began with crop circles and cow abductions and ended up in appropriating the most problematic parts of 1950s Earth culture, surf rock and traditional gender roles. Wir haben keine Fragen. Wir werden auch nicht 1950 jetzt nochmal wiederbeleben. Nein, wir werden uns mit den Oath auf jeden Fall noch näher beschäftigen müssen, weil das ist eine Spezies, die wir jetzt entdeckt haben, die auch im Laufe des Spiels eigentlich mit essentiell wichtig ist. Wir sehen hier so einen typischen Enzyklopädie-Eintrag, kann man nicht anders sagen. Also spezifische Eigenschaften von unseren Oaths, die wir haben und so weiter und so fort. Und hier sehen wir jetzt das, was ich im Vorfeld schon mal erzählt hatte. Räume mit genug Deko. Verbessere diesen Wert, indem du deine Räume dekorierst. Mindestens 3 unterschiedliche dekorative Objekte. Und sie stehen auf diese kuriose Deko, die wir ja schon mal zusammen besprochen hatten, ganz am Anfang. Verbessere deinen Wert, indem du die gesamte Klinik kuriose Deko platzierst. Also die bestimmte Dekoart wollen sie haben. Wir sehen auch hier ganz viel zur Physiologie. Das ist ein richtig, richtig langes Pamphlet, was man hier sich durchlesen kann, wenn man das möchte. Und natürlich auch hier bei der Gesellschaft, es ist super detailliert alles. Also das kann man sich sehr schön reinlesen. Es ist eine schöne, wie sagt man so schön, eine schöne Lore dahinter. Das macht richtig Laune, sich das anzugucken. Aber wir werden erstmal auf Fortfahren klicken und wir kriegen schon wieder einen Anruf. Wir sind ja heute richtig busy hier. Humans, we love them. They are us, sometimes. Not always, though. Humans are a lot of things. And one of those things is that they're social beings. They'll improve our influence whenever they complete treatments. Also, they've accidentally engineered a dystopia where corporations have become kingdoms. So that's great. Sorry. That's a conversation for another time, I guess. Sie sind wie du und ich, Menschen, wer kennt sie nicht? Ich hoffe, kennt ihr einen Menschen vielleicht? Habt ihr schon mal einen Menschen getroffen oder sagt ihr, hey, das ist ja fast so eine seltene Rasse wie die Dodos, wie auch immer, ausgestorben. Würde mich sehr interessieren. Also ich habe noch nie einen Menschen persönlich getroffen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe die ab und zu mal, so nachts um 3 in irgendwelchen Schmuddel-Fernsehsendungen. Aber naja, komm, lassen wir das. Es wird sonst ein bisschen zu komisch. Auf jeden Fall gibt es hier die Spezies-Spenst. Die Spezies Mensch. Ganz komisches Volk, noch nie gehört. Braucht auch kein Mensch. Hahaha, was für ein Wortwitz. Die stehen total auf gewöhnliche Deko. Und natürlich, wer hätte es gedacht? Essen und Trinken. Wir müssen ständig die füttern und betüdeln und hast es nicht gesehen, dann finden die total geil und finden hier auch unser Krankenhaus richtig, richtig toll. Aber auch die haben wieder einen sehr, sehr langen Eintrag. Könnt ihr euch mal irgendwann rüberschauen, wer für den einen oder anderen, der sagt, er hat dieses Spiel selber Bock zu spielen. Genau, und wir werden jetzt mal Daphne hier verfolgen. The patient panel. I've highlighted the condition track. This fellow's condition requires them to be reboned. And for that, we'll need a boning chamber. Also wir haben jetzt hier quasi unsere Patientenakte, beziehungsweise, oh mein Gott, ist das hier voll. Ist das hier voll geworden? Guckt euch das an. Wo kommen denn all die Leute her? Und die hat erstmal dahin gekotzt. Na, ist das lecker, sage ich euch. Wir sehen hier unser Patientenblatt.
und sehen dort alles Mögliche, was man halt so sehen kann. Wir sehen die Stimmung und die Bedürfnisse hier. Die Stimmung, die ist momentan recht gut. Nahrung und natürlich den Toiletten, das Toilettenbedürfnis. Wir sehen auch, was gerade das Problem ist. Also wir haben hier zum Beispiel die Diagnose. Die Diagnose lautet zertrümmerter Arm und hier ist die Gesundheit. Ganz wichtig, Gesundheit, wenn die auf Null ist, ist unser Patient hin, tot, veto, Ende, Trente und wir sehen ihn, naja, nie wieder. Wir haben auch hier noch ein paar Panels, die wir dann später zusammen durchgehen. Aber das erstmal kurz dazu gesagt. Wir haben einen neuen Codex-Eintrag. The Boning Chamber, a retrofitted mining machine, which chomps fresh minty new skeletons directly into our patients. An assistant engineer fitted the schematic with internal cameras for personal reasons. That'll teach me to poach staff from Salazar. Anyway, that's all fixed and it's mostly safe. Mostly. Der Arbeitsschutz hat angerufen, er möchte diese Maschine gerne rausschmeißen. Knochenkammer, ja, wer hätte das gedacht? Das ist eine umfunktionierte Bergbaumaschine und ein braver Junge. Und Heal hat ihn aus welchen Gründen auch immer Harold genannt. Hilfe. Chamber, a fine room indeed. I do rather admire the machine in there. Rather charming, actually. I think I'll call him Harold. I haven't the foggiest idea why. Ja, ich weiß auch nicht. Natürlich werden wir jetzt die Knochenkammer bauen, damit man auch Knochenbrüche, zertrümmerte Arme, zertrümmerte Gliedmaßen, Genickbrüche, was auch immer, jeglicher Art heilen kann. Und auch hier brauchen wir eine Mindestgröße von 4x4. Lasst uns ruhig hier ein bisschen größer bauen. Das soll auf jeden Fall nicht zu kurz kommen hier. Wir können auch hier das mal wegmachen. Doch so groß finde ich ganz gut. Und hier dann den Eingang setzen. Die Knochenkammer passt nicht dahin. Ist die dahin? Auch nicht. Na, ihr wollt mich doch rollen. Ach, ist ja auch nicht die Mindestgröße erreicht. Jetzt aber. Und dann setzen wir sie so lang hin. Doch, doch, das passt doch. Dann haben wir hier noch ein bisschen Platz. Wir wollen ja große, gemütliche Räume hinstellen. Wir wollen ja hier nicht zu klein bauen. Nicht, dass die Leute denken, wir sind irgendwie arm oder sowas. Nein, nur mit Größe kann man protzen, damit es auch hier richtig, richtig gut läuft. Auch hier werden wir mal eine kleine Trennwand mit einbauen, damit nicht jeder reingucken kann, was wir tun. Zack. Schön alles zu. Und dann, ich bin ja so eigentlich gespannt, was das hier sein soll. Was ist das? Das ist ein Werbeturm. Werbung. Wenn man die Nutzer zum Produkt machen will. Na, auf gar keinen Fall will ich hier irgendwen zum Produkt machen. Wir werden hier auch wieder richtig schön dekorieren. So, das kann man mal auf die Seite hier stellen. Zack. Und zack. So ist das schön. Ich bin sehr gespannt auf die Maschine hier. Und wir haben... wir könnten ja eigentlich mal so einen Teppich... Wo ist der Teppich jetzt gewesen? Hier. Kann man den Teppich wenigstens hier vor... guck mal, da können wir ihn reinmachen. Da machen wir ihn dahin. Zack. Ja, da sieht er doch nett aus. Guck mal, schön Teppich. Sagt mal Hanno an Novalisk. Schenkt den jungen Menschen mal Blumen hier aus unserem Chat. Und hier drüben werden wir... Wollen wir wieder die Schnodderwände machen? Guck mal, Schnodderwände. So muss das sein. Sehr schön. Und hier können wir eigentlich auch noch so ein richtig schönes Bild hin machen. Das gefällt mir nicht. Ich hätte gern... Jetzt kommt wieder der Monk hier durch. Ich hätte es gern genau mittig. Ach, herrje, ist das ein Spaß. Dann werden wir ihn hier hinpacken, oder? Das ist auch nicht mittig. Die Rinde, die ist jetzt gerade schon wieder... Das gefällt mir nicht. Zu viel Lila ist auch nicht gut, oder? Ich finde den hier eigentlich schon ganz nett. Dann machen wir es so. So. Und da auch noch eins. So. Und dann hätte ich gerne, hier ist noch irgendwie alles frei. Was können wir denn da noch hinmachen? Da können wir da auch noch eine richtig schöne... Na, das ist ein bisschen zu groß, die Blume. Nee, dann nehmen wir die hier. Die roten. Zack. So muss das sein. Sehr schön. Und wir haben noch hier noch so einen kuriosen Automaten. Den können wir da hinstellen. War of for the Overworld. Oder of the Overworld? For oder of?
Ich glaube, War for the Overworld. Das ist übrigens das erste Spiel von Bright Rock Games, die Entwickler, die hier Galactica gemacht haben. Die haben vorher War of for the Overworld gemacht. Das ist quasi jetzt so ein netter Sidekick von denen. So, super. Reingebaut. Well, now that we've got a few treatment rooms up and running, let's talk about keeping our staff and patients happy. Let's inspect one of our doctors to grasp the full extent of their needs. So, bevor wir aber den Arzt zeigen, werden wir noch einen Arzt hierfür rekrutieren. Dann gucken wir mal an. Doppelte Heureka-Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlichkeit von 2% Patienten zu töten. Ew, auf gar keinen Fall. Was ist mit hier? Um Gottes Willen auch nicht. Stimmung verbessert sich, wenn der Nahrungsbedarf erfüllt ist. Weniger Erfahrung, das finde ich ganz cool. Obwohl Stimmung abhängig vom Essen zu machen, naja. Generiert zusätzlich Einfluss. Was ist mit dir? Alle Behandlungen dauern 4 Sekunden kürzer. Aber verursacht mehr Schaden am Behandlungsraum. Nee, dann machen wir das hier. Generiert zusätzlich Einfluss, generiert aber weniger Erfahrung. Den nehmen wir und setzen den hier mit rein. Zack. So, das haben wir. Sehr schön. Ein herzliches Willkommen an Regenbogen-Nerd. Ja, die Rinde dreht durch, war nicht mittig, hast du vollkommen recht. Auch ein herzliches Willkommen an Daishi MS und auch an alle anderen, dass ihr hier mit reingekommen seid. Mittlerweile über 60 Zuschauer. Hallo, schön, dass ihr da seid. Das freut mich. Wir sollen uns einen Arzt mal angucken. Zack, nehmen wir mal den hier unten. We can see the various qualities and needs that define our doctor. This is their mood. A happy doctor will perform their job efficiently, whereas an unhappy doctor is more likely to make mistakes. If their mood gets too low, they may simply leave. You can see the various thoughts and feelings impacting their mood here. For example, witnessing the death of a patient may result in a degree of momentary sadness. Physical needs, like hunger and energy, are fulfilled by vending machines, staff lounges, toilets, and so on. By the looks of things, this individual needs to unwind in a staff lounge. Also wie ihr sagt, hier hat es wunderschön schon erklärt, wir haben hier unsere Stimmung und unsere Bedürfnisse. Hier drüben sehen wir, was gewünscht wird. Und vor allen Dingen bezieht sich diese Wünsche nicht immer nur auf den Raum, in der sich die Person befindet, beziehungsweise unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, sondern halt auch auf das gesamte Krankenhaus. Also wir sehen auf einen Blick, wo ist wirklich was im Argen, was findet diese Person hier richtig schlecht, der Alien, was auch immer. Und dementsprechend sollten wir auch handeln. This one's pretty straightforward. It's a staff lounge. Staff will go in there and lounge. There's a fire pit and everything. We considered a mindfulness cue, but people found the idea nightmarish. So they get this instead. I don't get it. I love the cube. I'll go in there sometimes just to scream at the walls. Great de-stressor. So muss das sein. Natürlich, jedes Personalmanagement weiß es, es braucht einen Personalraum für unsere Mitarbeiter, für unsere Mitarbeiterinnen, für alle, für jedes Wesen, für jede Rasse. So muss das sein. Wir brauchen auf jeden Fall diesen Raum. Auch hier haben wir wieder ganz kuriose Objekte, wie zum Beispiel einen Lavatisch, einen Kaffeetisch mit hypnotischem Lavakugelschwebefeld. Vorsicht, heiß, wer hätte das gedacht? Man kann sich nicht nur an seinem Kaffee verbrennen, nein, auch an dieser Lavalampe. Und natürlich auch der bequeme Sessel oder das bequeme Sofa darf nicht fehlen. Also wer kennt das nicht? Ich hätte es auch gerne. So ein Sofa einfach auf der Arbeit, perfekt, um fernzusehen oder vor Erschöpfung einfach zusammenzubrechen. Eigentlich sind dafür die Bereitschaftsräume da, habe ich mal gehört. Fortfahren! Wir werden jetzt den Personalraum bauen und nicht nur diesen. We should also ensure we provide both staff and patients with places to sit, something to eat and toilets in which they may relieve themselves. Genau, und jetzt kommt das, was im Chat auch nachgefragt wurde. Was ist mit Sitzgelegenheiten? Was ist mit Automaten, mit Fressautomaten, mit Getränkeautomaten? Jetzt kommen wir dazu, genau zu solchen Sachen. Und nicht nur zu diesen, sondern auch zu den wichtigen, wirklich wichtigen Sachen, nämlich dem Scheißhaus, dem Plumpsklo. Wer kennt das nicht? Wir brauchen auf jeden Fall Toiletten. Durfte ich jetzt eigentlich Scheißhaus sagen? Ich habe es einfach gesagt. Wir bauen jetzt einfach mal Scheißhäuser. Zack, das wird jetzt wahrscheinlich gesperrt von Twitch, sage ich euch. So, hier haben wir ein kleines Plumpsklo. Zack. Und noch ein Plumpsklo. Zack. Marcel, schön, dass du da bist. Pünktlich kommst du. Ich baue Toiletten. Marcel kommt rein.
Ich hoffe, das ist jetzt nicht schrecklich unangenehm für uns beide. Wir bauen hier auf jeden Fall auch noch eine Spiralis, eine wunderbare Pflanze. Zack, guckt mal. Daneben. Und schaut euch das an. Quasi, man geht dann in diese Toilettenkammer rein. Man geht da rein. Ich muss mich mal ein bisschen größer machen. Geht da rein. Und dann kommt so eine wunderbare Spiralis und frisst einen auf. Besser geht's doch gar nicht. So muss das sein. Rein in die Toilette und man wird sofort weggeschnetzelt von der Spiralis. Oder angefasst. Unsittlich. Also ich weiß ja nicht. Aber ich finde, man könnte ja hier auch noch ein Bild hin machen. Von... Ach, ein Mediposter muss ja eigentlich nicht sein, oder? Doch, Mediposter, komm. Wir hängen hier ein Mediposter auf. Zack. Schön von hinten. Auch noch das Bild im Nacken. Oh, guck mal. Da weiß man, wie ein Mediboard aufgebaut wird. Okay. Sehr schön. So, Toiletten haben wir auf jeden Fall. Da können sie alle dann hin. Hacken bis zum geht nicht. Okay, ich fluche heute aber auch. Leute, ihr habt einen ganz schlechten Einfluss. Und nein, es gibt keine Türen für das WC. Das sind Kabinen. Man geht da quasi hin. Ich hoffe, es geht mal irgendwer hin. Hält da was auch immer rein, stellt sich drauf und dann... Ich habe keine Ahnung, was dann passiert. Ich weiß nicht, was passiert. Wir müssen die nur so bauen. Es ist eben nicht wie in Two Point Hospital, wo man eine wunderbare kleine Kabine hat und man alles verpixelt hat. Nein, es wird dort einfach raufgegangen und sein großes Geschäft wird verrichtet. Wir müssen... Er lenkt mich ab. Wir müssen noch andere Sachen bauen. Genau, Daishi sagt's. Daishi hat recht. Ich sag schon mal Igitt. So muss das sein. Aber ganz ehrlich, wir haben hier Schnodderpflanzen von der Decke hängen. Wir haben hier Leute, die einfach nur hinkotzen. Also es kann doch gar nicht schlimmer werden. So, wir bauen Sitzgelegenheiten. Und zwar möchte ich gerne hier eine haben. Und ich möchte vor allen Dingen hier neben auch eine haben. Erstmal bauen wir hier neben jeder Tür ein. Und wir sehen jetzt hier zum Beispiel auch diesen Einflussbereich, den positiven Einflussbereich, den Komfortbereich. Das ist also etwas, was unsere Leute richtig schön gut finden. Es geht vor allen Dingen um Deko, es geht auch um, einfach um die Stimmungsbedürfnis, Stimmungserhöhung und so weiter und so fort. Ja, das ist die Zukunft. Das wird sich sicher irgendwie, naja, was auch immer. Sitzgelegenheiten haben wir jetzt, die werden auch gleich benutzt. So muss das sein. Und wir können ja mal raufgucken. Ich wollte eigentlich auf die Bank gucken. Ich wollte eigentlich auf die Bank klicken. Schade, sieht man jetzt nicht. Aber wir sehen jetzt hier zum Beispiel, dass das Bedürfnis nach Sitzen erfüllt wurde. So muss das sein. Wann kommt der Schönbau? Ich fühle mich jetzt irgendwie ein bisschen beleidigt. Wann kommt der Schönbau? Wir bauen immer schön. Was für eine impertinente Aussage. Wir bauen jetzt auf jeden Fall einen X-Pulse-Automaten für den Extreme Dost. Kommt hier der X-Pulse und dann kann man extremes Herzrasen bekommen. Zack, das Bedürfnis nach Trinken wird befriedigt. Und wir haben hier gerade Müll gehabt und unsere kleinen Medibots sind damit beschäftigt, alles wegzuschnetzeln. Ja, hi Dragonblade, schön, dass du da bist. Es ist wie Two Point Hospital im Weltall. So kann man es wirklich ganz kurz ausdrücken. Wir bauen hier noch einen zweiten Automaten. Den würde ich gerne hier hinstellen. Und daneben bauen wir einen Mülleimer. Den können wir leider nicht so nah ranbauen. Den müssen wir dahin bauen. Zack. Haben wir gemacht. So. Und dann können wir hier zwischen. Nochmal. Na, da passt das nicht hin. Aber nochmal eine. Ey, die hat da hingekotzt. Medibot, mach's weg. Feiner Medibot. Ganz feiner Junge. Ganz toll. Pat, 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 pat. Super Medibot. So muss das sein. Wenn die schon hier alle hinkotzen. Mein Gott. Ihr seid alle solche Schweine. So, und hier könnten wir ja auf den Gang auch noch so eine schöne Kommode hinstellen. So, was haben wir denn da Feines drauf? Guck mal, da ist schon eine Dose drauf. Ja, den Medibot hätte ich auch gern für zu Hause. Bin ich auch dafür. Und daneben werden wir einmal zwei Pflanzen hinstellen. So. Wer hat gerade nochmal gesagt, dass ich nicht schön bauen kann? Oder wer hat gefragt, wann wir den schönen Bau machen? Bitteschön, da ist er. Aber das hier ist nicht mittig. Mein Monk schreit. Das ist auch nicht mittig. Mein Monk schreit noch mehr. Aber wir könnten... ich habe eine Idee. Wir könnten einmal das dahin hängen. Und das dahin hängen. Ach, zauberhaft. Zauberhaft, kann ich euch sagen. Guckt euch das an. Zauberhaft. So muss das aussehen. Wir müssen jetzt noch den Personalraum bauen. Ich darf mich nicht von euch wieder ablenken lassen. Aber ich tue es. Ich werde hier hinten noch ein
Automaten hinstellen. Zack. Und ganz wichtig hier auch ein Mülleimer. Und dann können wir da noch auch nochmal so eine zauberhafte... Zack. An richtigen Stellen. Zauberhaft. Habe ich schon zauberhaft gesagt? Ich sag's gerne nochmal. Es ist wunderschön. So muss das aussehen. Ich bin ganz, ganz glücklich beseelt. Kann ich euch sagen. Hier auf der Ecke würde ich sagen, machen wir auch noch ein Mülleimer hin. Lieber ein bisschen zu viel Mülleimer als zu wenig. Und bin überlegen, wollen wir hier auch nochmal so einen Automaten hinstellen? Machen wir. Wir haben es ja. Was kostet die Welt? Ich nehme die Hälfte. Wir haben einen Forschungsfortschritt. Schädelfrakturen. Oh, das müssen wir uns gleich mal angucken. Zack, hier noch was hin. Und hier auch noch in der Mitte. Nee, da würde ich da lieber eine Pflanze hinstellen. Die passt da nicht hin. Aber einmal die. Und zack und zack. Oh, guckt euch das an. Ganz wunderbar. Ja, es gibt Bänke. Personalraum kann warten. Die sollen arbeiten, nicht Pause machen. Ich möchte euch vorstellen, X-Dragonblade, mein neuer bester Freund, Freundin. So ist es, Freunde. Aber das sieht doch ganz zauberhaft aus. Ich höre mich immer mehr an wie WB. Ich finde das ganz grauenvoll. Zauberhaft. So, wir haben auf jeden Fall für unsere Patienten hier schon mal alles bereitgestellt, wie es sein muss. Also ich finde das wunderbar. Wir bauen jetzt den Personalraum. Damit jetzt unser Personal vielleicht doch mal glücklich wird. Mindestgröße 3x3. Gucken wir mal, ob das hier hinpasst. Wunderbar. Mindestgröße. Komm, wir machen mal eine Schippe mehr. So. Machen wir mal eine Schippe mehr. Wir wollen mal nicht geizen. Wir haben es ja. Nicht, dass man uns sagt, wir sind schlechte Arbeitgeber. Auf gar keinen Fall. Lavalampe hier hingestellt. Und hier. Und hier machen wir ein paar kleine Sitzgelegenheiten. Und dann würde ich sagen, Spinte. Ich will Spinte. Und die können wir hier nicht hinstellen. Hier können wir sie hinstellen. Zack. Aber wahrscheinlich können wir dann davor oder daneben, können wir da einen Automaten hinstellen? Er passt. Nein. Guckt euch das an. Spinte und dann noch einen Spielautomaten. Also ganz ehrlich, ich hätte auch gern so einen wunderbaren, traumhaften Personalraum, wo man zocken kann. Das wäre doch mal awesome. Und dann guck mal, damit jeder weiß, hier, Personalraum ist offen. Bitteschön. Dankeschön. Zauberhaft. So muss das sein. Es wird noch nach einem Stuhl verlangt. Seid ihr wahnsinnig? Also wir wollen es mal jetzt nicht übertreiben hier. Zwei Sitzgelegenheiten für vier Leute reicht doch. Also, oder drei Leute, wollen wir mal. Also, ganz ehrlich. Früher mussten wir uns alle einen Stuhl teilen. Noch ein Stuhl. Also, hier? Wo soll der denn hin? Da? Nein, es gibt keinen Stuhl. Da könnt ihr mal knicken. Wir sind doch hier nicht Rockefeller. Gegen eine Anrichte. So, anrichten. Und es ist angerichtet. Und Schnodder aus dem Blumentopf, der sich ekelhaft bewegt. Nein, wir machen kein Sofa. Ich habe gesagt, keine weitere Sitzmöglichkeiten. Wir wollen es nicht übertreiben. Das Personal fängt noch an, sonst Ansprüche zu stellen. Auf gar keinen Fall. So. Und damit man auch sagen kann... Oh nee, warte, ich habe eine Idee. Ich habe eine ganz perfide Idee. Wir werden hier ein riesengroßes Fenster reinmachen, damit dann den Leuten hier richtig schön beim Pause machen auf den Sack gegangen wird. Zack. So muss das sein. Bravo, Director. You have provided everything organics need for a state of mild comfort. Also ich finde mich ganz zauberhaft. Guckt euch das an, man kann hier vorgucken, sieht, hey, es ist offen, guckt meinen Personal an, meinen Mitarbeitenden beim Pausemachen zu, so rum. Wir haben wieder unser Ziel erreicht, Belohnung eingesammelt, wieder ganz viele Credits, Substratat, Menscheneinfluss und Kraftium. Wie gesagt, zu Substratat und den Einfluss und so weiter kommen wir später noch. This is a Medibot. They've been purchased at low cost and reprogrammed to maintain our equipment and clean up various forms of vomit. The robot is waving. Medi, are you waving? Are you waving your awful little hands?
It appears that Medi wishes to speak to you. Not to worry, I doubt it has much to say. Hello, new director. It's me, Medi. Heel says I'm a toaster, and that I might actually be useful if I was dropped in someone's bathtub. Yes, that comment is slightly off out of context, Director, but you may rest assured that Medi has no clue what's going on. Well, I guess so. Also, Heel keeps saying I'm a fake boy, and being programmed to imitate humanity is a disgrace. He's my best friend! Medi, you don't have any friends, because you're not real. Of course I do. Cause you're my friend. And so is this giant creature who's about to eat the station. Bugger me! What in the world is going on? Hello there! I think it's okay, Heel. It's just a really big alien. First of all, Medi, it's a colossal. Secondly, please refrain from use of the term alien in reference to non-human sapiens. Director, the alien is somehow hailing us, though not on any identifiable frequency. It's almost as though it's directly pushing buttons inside the station's systems. In the absence of any better ideas, perhaps it's best to, pick up the phone. Ja, wir sollten definitiv das Telefon in Anspruch nehmen. Das werden wir machen, beziehungsweise nicht das Telefon, sondern das Telefonat werden wir ansehen. Aber guckt euch nochmal bitte diesen kleinen süßen Freund hier an, die kleinen süßen Medibots. Sind die nicht zauberhaft? Ich möchte wirklich, dass ihr jetzt sagt, ach herrlich, wie süß sind die denn? Ich finde die ganz zauberhaft, diese kleinen Medibots. So zauberhaft.